der letzten Episode. So lange hat offiziell das Feuer. Gut, okay. Offiziell, ja. Natürlich, ich vergaß die Chancen, weil 85% Erfolgschance haben wir ja eben schon genutzt mit dem Feuer. Ist ja klar, 85% heißt ja 50-50. Ja, wenn es jetzt noch auf... Was ist denn eigentlich mit dir los? Ja, okay. Okay. Ist das gut so, oder was? Junge, ist das nicht ein bisschen warm? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 36. Wir sind auf dem Weg zur Elchebene hinab. Und schwing mal die Axt. Auch auf die Gefahr hin, dass das noch zum Blizzard umschwingt. Ja, ob das eine Elchebene ist, das weiß ich gar nicht. Das muss ja nicht mal gezwungenermaßen so sein. Er legt auf jeden Fall wieder genug Holz, dass wir nicht mitnehmen können, ja, weil es zu viel ist. Ich habe schon wieder so viele Sachen gefunden in der Zwischenzeit, dass wir das wahrscheinlich beim zweiten Durchlauf mitnehmen. Und dann denken, verdammt, wir sind schon wieder zu schwer. Lass mal das Holz wieder da lassen. Hier ist noch mehr Holz. Das kann man mitnehmen und das kann man mitnehmen. Nee, ist hier nicht, okay. Nehmen wir das Holz mit. Legen wir das gleich hier vorne hin. Das werde ich, wir werden zwar beim nächsten Mal trotzdem wieder ganz nach hinten durchgehen, aber hey. Ja, wir haben halt auch einen Strauch im Gepäck. Okay, von hier aus ist zumindest nichts zu sehen. Ich sehe jetzt auch nicht wirklich irgendwo angeknabberte Bäume. Na gut. Weiter geht's. Was ist denn los, meine Gute? Hm? Ich bin ganz aufgeregt. Hast doch einen Elch gesehen? Nee, es sieht nicht so aus, als könnte ja einer sein, tatsächlich. Es wäre tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir hier unten keinen Elch haben. Das, was natürlich schon relativ günstig ist. Also, der Monolith ist dann halt schon günstiger gelegt. Gott, dann nehmen wir hier Stöcke auf. Wir müssen ja noch über die Ebene hinweg. Und eventuell schlägt das Wetter noch um. Ja, Talhöhle. Da gibt es in die Talhöhle noch mehr Baumwollsocken. Could end up being useful. Ja, im Sinne von gar nicht, Junge. Naja. Thank goodness. Was zu essen. Fortgeschrittene, das ist ja nicht schlecht. 25 Stunden. Lernmaterial. Okay. This pack is getting kind of heavy. Ja, schon. Aber wir machen uns jetzt noch hier leicht, weil eine ganze Menge Holz bleibt hier. Ja, da sind wir schon auf 33 Kilo runter und wenn wir die beiden... Hatte ich noch ein zweites Paar Socken gefunden? Merkwürdig. Okay. Gehen wir mal gerade weiter. Hallo? Ja, ich bin wirklich nicht sicher, was das Wetter sagt. Ich sehe überhaupt keine Bäume, keine angeschabten hier unten. Wahrscheinlich ist es dann so, dass er entweder oben oder unten ist, der Elch. Dass es nicht zwei Locations hier gibt, in der Karte. Und ich glaube, wir hatten das auch notiert. Genau. Es sind ja nur zwei Elch-Locations tatsächlich in der Welt gefunden. Gut, man muss halt dazu sagen, wir waren jetzt zwar im idyllischen Tal. Also wir waren noch gar nicht im idyllischen Tal, was zähle ich denn? Milton war aber noch nicht im Talkessel, da ist er wahrscheinlich da. In der Küstenstraße gibt es ja nur eine Location und entweder du hast ihn oder nicht.
Ja, das Buch 25 Stunden zu lernen, das werden wir hier unten nicht schaffen. Also wir müssen das tatsächlich wieder mit raufschleppen. Das wird eher eine Geschichte für wahrscheinlich Milton dann irgendwo. Wenn das halt mitschleppen, bis wir es halt fertig haben. Vielleicht ja der Talkessel inklusive Elch, dann könnte das tatsächlich funktionieren. Nach dem Motto, nur ein schlauer Koch ist ein guter Koch. Ja, meine Frau und ich, wir haben irgendwie so ein Restaurant entdeckt. Die sind eigentlich relativ weit weg tatsächlich. Die haben im Februar ihr Restaurant eröffnet an einem Golfplatz. Und haben halt erstmal einen Lieferdienst angeboten. Das werden sie wahrscheinlich nicht machen, wenn alles sich wieder ein bisschen normalisiert hat. Und das wird wohl von zwei Frauen betrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist gerade auf, Gott sei Dank. Und jede Verpackung, wo irgendwas drin ist, da ist immer so ein Smiley drauf und sie schreiben dann genau drauf, was da auch drin ist. Aber wirklich nicht durcheinander kommt. Und es ist lecker. Es ist leicht und lecker. Ich meine, die haben auch Schnitzel und so. Also das ist jetzt nicht so der Schnitzel-Mensch. Aber die haben auch... die machen halt auch Flammkuchen und Pizza als Flammkuchen. Also die machen dann also Flammkuchenteig als Pizza sozusagen. Mit Tomatensauce etc. Eine Thunfischpizza. Weiß, das ist ein Thema, was die Leute sehr stark spaltet. ohne Zwiebeln natürlich kann ja keine Zwiebeln essen. Aber das haben die dann auch gemacht. Das war gar kein Problem. Das fand ich echt faszinierend. Und die machen halt auch so Grillgemüse. Das ist echt auch extrem lecker. Kriegen das echt gut hin. Allerdings ein bisschen viel Öl drin. Also für meinen Geschmack. Ein bisschen viel Öl drin. War halt noch was übrig heute Mittag. Meine Frau ist halt noch mal ins Büro, was sie eigentlich gar nicht wollte, weil sie eigentlich mehr Homeoffice machen wollte, aber sie hat da irgendwie noch so einen Kollegen-Depp, so einen Depp-Kollegen, der irgendwas nicht hinbekommen hat und ist einfach auf sie abgewälzt. Und der hat auch schon hat auch schon gekündigt, also der geht auch. Der hat überhaupt keine Motivation. Er hatte vorher nicht wirklich viel. Jetzt erst recht nicht. Und dann musste sie halt rein. Naja. Und dann war halt noch was übrig. Und das habe ich mir heute Mittag gemacht. Haben wir schön in der Pfanne angebratenes Grillgemüse. War wieder sau lecker. Allerdings habe ich dann gesehen, wie viel Öl noch in der Pfanne zurückgeblieben ist. Ja. Das ist halt, wenn du auswärts essen gehst, da ist meistens schon relativ viel Fett dran. Selbst, also ich meine, das war ja Olivenöl, das war jetzt nicht, ist ja nicht jetzt irgendwie ungesundes Fett, aber man kann auch von Olivenöl dick werden, wenn man sich vorstellen kann. Das ist keine Kunst. Ich wurde auch, als ich meine Vegetarierzeit hatte, war ja 8 Jahre lang Vegetarier, Elchausblick an Anführungsstrichen, wahrscheinlich. Auch da bin ich dick geworden. Die Leute haben gar nicht geglaubt, dass... Ach, guck mal, wir brauchen uns gar nicht Pfeil und Bogen basteln. Das ist ja super. Das ist irgendwie useful. Bitte was? Ein vollständiger 100% Bogen. 100% Pfeil. Noch ein 100% kaputter Pfeil. Und so schwer. Uff, ja, Elchausblick, genau. Der Elch hat den noch totgetrampelt und ist dann weggerannt. Das ist wieder typisch. Für den Bastard in dir. Na, wer kennt den Spruch? Das ist einem der tatsächlich nur 18, habe ich heute festgestellt, Filme mit von Bud Spencer und Terence Hill. Tatsächlich in Anführungsstrichen nur 18 Filme miteinander gemacht. Das fühlt sich irgendwie so viel an. Das sind nicht so viele. Sie haben halt auch viele allein gemacht. Also allein in Anführungsstrichen, also ohne, nicht im Duo sozusagen.
Ja, nee, hier ist kein Elch. Ich glaube, das kann man sich aus dem Kopf schlagen. Da sind wir runtergekommen, übrigens. Ich sehe keinen einzigen Baum hier. Okay. Ja, ich war erstaunt, dass es nur 18 waren, tatsächlich. Ich bin ja großer Fan von dem Duo, also ganz großer Fan. Manche Filme kann ich ja fast mitsprechen. Aber irgendwie auch, irgendwo muss ich mal gucken, ob ich die DVDs noch finde. Muss die nochmal gucken. Ich habe sie allerdings nicht alle auf DVD. Ich glaube, ich habe nur 6 Stück. I'm not sure I can carry much more. Ja. Und scheint übrigens auch kein Wolf zu sein. Ja, das Lustige ist, diese Western, vier Fäuste für ein Halleluja und die rechte und die linke Hand des Teufels heißt es, glaube ich. Ich glaube, die sind im Original gar nicht so lustig, wie sie in der deutschen Übersetzung sind. Also Übersetzung in Anführungsstrichen, weil der Mensch, der das da sozusagen übersetzt hat, hat sich da eine große künstlerische Freiheit genommen. Zum Glück auch, weil das hat tatsächlich, als ich dann gesehen habe, die haben dann halt gesehen, gut die Filme in Deutschland angekommen. Und dann haben sie halt festgestellt, dass die da halt ja eher humorvoll vertont wurden. Mit einem humorvollen Untertitel. Ich glaube, die waren nicht so hundertprozentig bierernst, aber es war jetzt auch nicht so, dass es halt so ein fast Slapstick war. Und Deutschland war das, ist das ja komplett Slapstick. Und das war, hat dann halt dazu geführt, also ich habe das früher mal in einem Artikel gelesen, das hat dann wohl dazu geführt, dass sie zusammen dann halt Komödien gemacht haben. Weil das halt viel besser ankam. Man muss natürlich den Humor mögen, das ist klar. Nicht jeder mag den Humor, ich mag ihn sehr. Ja, na. Carlo Pedersoli, heißt er Carlo oder Carlos? Ich glaube Carlo Pedersoli. Heißt ja der Bud Spencer. In echt, der war ja bei Olympia mal gewesen, war da ja Schwimmer, Profischwimmer. Deswegen hat er auch, der hat ja schon immer so ein breites Kreuz gehabt. Das kommt einfach dadurch, weil er einfach immer Schwimmer war. Da hast du halt so, ach guck mal, wer wieder da ist. Dann entwickelt es halt so ein breites Kreuz. Hätte man nicht gedacht, dass man, wenn man hier im tiefsten Schneetreiben hinabsteigt, ich höre keinen Wolf. Da unten. Ja, das ist da oben, genau. Zum Glück fallen die nicht wie die Hertha hier runter. Stell dir vor, wenn sie einfach plapp, plapp, plapp machen, dann wäre hier unten ein Wolf. Wäre der Hammer. Gell? Kennst du auch gut. So, Junge, wenn die Beine müde werden, wir können uns auch auf die Hertha setzen, die. Ist unser Privatpferd. So, nochmal ein Blick. Aber ich denke, Ilch ist hier Nada. Nada Sinatra. Okay. Dann. Genau. Okay. Weiter am Rand entlang. Den Aufstieg schaffen wir wieder erst am nächsten Tag. Aber ist ja dann doch eine ganze Weile unterwegs. Wobei wir, glaube ich, trotzdem noch relativ zügig hier durchschreiten. Zwillingsschwesternfälle. An irgendeinem der Wasserfälle hier unten kann auch noch so ein Versteck sein.
Hier nicht. Wer ist denn die vorne? Bären, junges Felle. Achso, Zugkrähen. Ganz da oben. Hier kommt man nicht her. In die Nähe hier runter. Nee, das ist die Blauschussfelle. Wo sind denn da die Bären, junges Felle? Ja, die werden wahrscheinlich noch stoßen. Hertha, siehst du irgendwo ein Versteck? Das scheint sich gut zu verstecken hier. Okay, das muss da oben irgendwo sein. Das mit den Krähen. Ach, sind das denn die Bären, junges Felle? Ah, dann könnte das hier sein mit dem Versteck. Könnte das hier sein? Ja, ja, 7 Stunden her. Kannst du nochmal schreien, eventuell die Wasserfälle wieder leiser. Toll. So wollte ich das nicht, du Hacke. Vor dem halben Meter bricht er sich wieder alle Beine. Genau, das sind die Bärenjungsfälle. Alles klar. Die Verschwommenen? Bärenjungsfälle. Wie ist denn das eigentlich, Junge? Schmerzmitteltechnisch. Na komm, wir haben doch so Phänomenale. Oh, Gott sei Dank. Wenigstens keine Schmerzen mehr. Nee, ich sehe kein Versteck. Es ist wohl nicht immer da. Na gut. Dann haben wir jetzt die Ebene hier unten semi-gründlich abgegangen. Naja, unten gibt es leider nichts zu essen. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns heute Nacht über Wasser halten, aber ich denke, das wird funktionieren. Das Gewicht ist immer noch relativ hoch, echt. Gut, dann nehmen wir die Socken noch auseinander. Wir werden noch ein bisschen Wasser trinken und Pfeile auseinandernehmen und keine Ahnung was. Aber weißt du was? Es ist ja warm. Muss man uns ja nicht in die Höhle verziehen, die lustigerweise noch wärmer ist. Ja, komm, setzen uns in die Hecke. So. Okay, die ziehen wir nicht an. Ja, du wirst wahrscheinlich heute Nacht wieder 12 Stunden schlafen, schätze ich mal. Und wahrscheinlich wird das bei der darauffolgenden Nacht nicht viel anders. Der Seiljunge, so ist es halt. Okay. Ja, den Schwestling behalten wir jetzt einfach im Gepäck. Das ist nicht so schlimm. Naja, kann man nicht mehr machen, okay. Gut, dann trink noch mal und dann, ja. Verwarten wir die Zeit. Ich werde jetzt nicht lernen, das ist, futtertechnisch nicht ganz so prickelnd gerade. So, geht die Sonne auch unter. Ja, werden doch keine 12 Stunden scheiter. Naja, da beginnt es wieder zu schneien. 10 Stunden haben wir jetzt. Wesibeines Darmparasiten, falls es geheilt. Jetzt sind wir bei 11 Stunden. Gut. Ja, das ist schon fast Mitternacht, Junge. Ja, geh mal in dieses Schwarz hinein. Wie weit bist du drin, ne? Ist das schon weit genug? Nee. Ich denke mal, das dürfte weit genug sein. Okay. Ja, genau. Kurzer Schlafsack reicht uns. Wir sind nicht so groß, das wissen wir ja. Okay, bei 11 Stunden. I'll drink almost anything about now. 650 Kalorien, sowas in der Dreh. Warte mal, wir trinken mal das. Das sind 250, brauchen wir noch 400. Das sind 500, okay. Das ist 300 und den Riegel, ja. Dann kommen wir ja doch gut hin. Ist ja doch ganz gut, dass man ab und zu was zu beißen findet. Da muss man da nicht permanent
auf Wolf zurückgreifen. So. Bist du gesättigt? Ah ja, guck mal, der Fuchs sitzt. Das ist ja der Hammer. Das hätte ich ja nie erwartet. Guten Nacht, Herr. Na ja, guck mal. Er ist schon... Uch, natürlich. Schon wieder so geniales Wetter. Das ist ja der Hammer. Wasser geht aus. Wir sollten langsam mal wieder rauskommen hier aus dem Talkessel. Ja, es ist genauso Wetter wie den Tag zuvor. Das ist der Hammer. Ja, das Futter, das ist gleich alle, Junge. Tja, warten jetzt erstmal, was das Wetter sagt. Ich glaube, das macht es nicht 2 Tage hintereinander. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, klar, natürlich. Oh, mein Magen ist nicht bis zum... Nein. Okay. Dann hau dir den Rest noch rein. Wie viel ist das Sack, das Gewicht? Trink schneller, Junge. Ja, das ist leicht genug, hervorragend. Gut, also wieder raus. Tja, kein Versteck hier unten. Ich glaube, so üppig ist der Durchgang nicht mit dem Jungen. Also die Funde, bitte. Ich meine, die sind nicht schlecht. Ich will sie jetzt nicht schlecht reden. Aber das ist nicht das obere Ende der Skala, sozusagen. Also man könnte auch mehr finden, bin ich mir relativ sicher. Na gut, jetzt gehen wir erstmal rauf und dann sind wir wahrscheinlich wieder im Eimer. Ein Traum. Der Fuchs hinterher, ja. Kein Problem, die Füchsin natürlich. Da ist der Aufstieg. Inzwischen auch Mittag. Ich denke, wenn wir oben angekommen sind, dürfte sein Auge auch ungefähr so in die Richtung gehen. Einbandhammer, okay. Machen wir eine Pause. So. Hinauf. Hallo. Ja, genau. Seil in die Mitte, bitte. Das Band ist relativ weit oben. Also ganz zu unfit sollte man hier nicht starten, tatsächlich. Krass. Okay. Gott, darfst du weiter? Hallo? Wo ist denn hier das Kletterseil? Da unten, okay. Ja, da unten habe ich es losgelassen. Ich muss fair sein. Naja. Oh, gleich will ich Verstauchungsrisiko erleiden. An Seil. Wasser, Fallaussichtspunkt, okay. Hast es geschafft, gut. Ja, das sind tatsächlich ein paar Wasserfälle hier. Ja. Darfst übrigens auch deine Füße heben. Hat dich irgendein Wasserfall auch Regenbogen? Nicht zu sehen, okay. Gut, alles klar. So, härter wieder raus. Dann geht's weiter. Ja, da vorne geht's tatsächlich dann rauf wieder zum... zum Signalfeuer. Da haben wir an dem Seil da vorne haben wir uns die Erfrierung zugezogen. Ja, das ist ein Traum. Ja, da war die Gier wieder zu groß. Gut. Dann lass es halt liegen, Junge. Ja, einen Seilaufstieg machst du aber heute nicht mehr, Junge. So viel sei gesagt. So, gibt's hier oben was? Interessantes.
Krähen höre ich da nur, aber das ist von oben vom Signalfeuer. Ja, irgendwie sehe ich keinen Regenbogen mehr. Nee. Schade. Keine Ahnung, ob das Absicht ist oder nicht. So. Apropos Absicht, wo ist die Hertha wieder? Ich sehe hier enden die Spuren, aha. Wieso enden die Spuren hier? Bist du wieder da unten oder was? So. Oh, ich bin abgerutscht. Meinen Krallen im Schnee. Ja, hier ist aber nichts. Irgendwann fangen wir auch mit Pfeil und Bogen an, aber nicht hier. Also nicht hier im Stummflusstal, so meine ich damit. Okay, lass uns mal hier lang gehen, weil ich glaube, das ist der eine Weg, der zu einem der Wege in der Eishöhle führt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder ist halt vielleicht noch mehr zu tragen. Kommt's halt nicht drum rum. I think I can use this. Gut. Zum zweiten sagte schon gar nichts mehr. Was ist hier? Verborgen? Das wüsste ich schon gern. 12 Stöcke, echt uff. Na, da kommt der, Spruch. Relativ bald. Ja, oh wow, das hat sich total gelohnt. Hertha, was mache ich hier eigentlich? Okay, gut, dann gehen wir halt weiter mit noch mehr Holz. Ist doch mit. Ja. Naja, da fallen die ersten Schnocken. Die Schneeflocken. Da oben könnte man wieder raus oder hier weiter. Okay. Dann mach mal nochmal 12 Stöcke. Echt, waren das nicht mal 7 oder bin ich da falsch? Naja. Hallo, Wetterchen. Also wirklich viel höher haben wir nicht gewonnen. Da oben waren wir, sind wir hochgestiegen. Toll. Wir sind gleich wieder unten, oder was? Ja, hier ist eine der Eishöhlen, genau. Aber kann man da auch weitergehen? Oder ist es hier Sackgasse? Naja. Weiter, das ist ja nicht schlecht. Ach, das ist wieder der Stummfluss. Ah. Und die Wasserfälle im Namen? Wahrscheinlich nicht. Ja, da oben sind auf jeden Fall Wölfe. Hier ist ein Hirsch. Interesting. Okay. Weiß natürlich jetzt nicht wirklich, ob es eine Möglichkeit gibt, sich hier zurückzuziehen. Ich weiß, dass da vorne dann wieder die... Wie heißen die? Eindringlingenfälle oder so ähnlich sind.
dahinter ist. Ah, da ist eine Höhle. Ist das auch eine Eishöhle? Könnte man den Hirsch ja hierher erstmal schleppen. Da ist ein Seilaufstieg. Naja, noch mehr davon. Eine Mütze. Das wird kein Handy. Ja, eigentlich ja nicht. Dann lass uns gleich wieder Holz auslegen. Ja, wir stopfen hier sämtliche Rucksäcke, die wir finden, mit Holz voll. Das kannst du jetzt mal da lassen. Okay. Ja, komm, lass das beides erstmal da. 30 Kilo, aber erstmal genügend Puffer. Dann holen wir ihn. Den Hirsch. Da gibt es auf jeden Fall hier sehr, sehr viele Rohrkolben. Und Stängel. Dann hier. Das sind alles Steine. Na gut, dann her mit dem Hirsch. So, alles mit. Stunde 47. Oh, das dauert jetzt ein bisschen. Oh, wunderschön. Warte, wunderbar. Sehr, sehr lange heulen. Ist ja nicht schlecht. Gott. Ja, der Wolf hat über eine Stunde 47 Minuten geheult. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie ich die Höhle benennen soll. I just need to close my eyes. Ja, schon, aber warte mal. Speist mal das Fleisch hier raus. Ist tatsächlich sogar relativ gut. Ich werde auch, glaube ich, oh, guck mal, wie viel Kohlen hier sind. Uff. Das ist wirklich üppig. Ich glaube nicht, dass die einen Namen hat. Ja, deswegen wäre es halt gut, wenn man halt, wenn man es auf der Karte einzeichnen kann. Wie machen wir das? Was war da jetzt rot gerade im Inventar? Achso, die Mütze ist auf 1%. Hervorragend. Na gut, wir haben die Sprühdose. Nicht hier lang Kleidung, was durchsucht. Essen und Trinken. Könnte man auch als Depot sehen. Material. Hier noch was auflesen. Warum nicht? Ja, mach das mal richtig rum. Ja, so. Vorragend. Das ist ganz echt aus der Entfernung. Das sieht man richtig gut, ja. So richtig gut eingezeichnet. Wie ist denn das? Du machst das ja auch so wieder weg, oder? Wie war denn das mit wegnehmen? War das nicht rechte Maustaste? Ich verstehe das nicht, wie das mit wegnehmen ist. Wenn ich das wegnehmen will, wie kriege ich das weg? Form ändern, Haar weglegen. Und dann kann ich es halt drehen, natürlich. Aber ich kann es ja nicht wegnehmen. Nee, so nicht. Gut, dann ist es halt so. Kannst ja wenigstens nochmal eine Kartierung machen. Vielleicht hilft das ja. Ja, okay, gut. Dann haben wir das wenigstens drauf. Okay, haben wir noch Stöcke? An uns vor allem. Nein, haben wir nicht. Geben wir noch ein paar. Buch haben wir nicht dabei. Okay. Fackel raus.
Streichhölzer auch raus. Genau, anzünden, bitte. Yes. So. Naja, komm, den Brandbeschleuniger. Macht uns ja auch leichter. Gut. Yes. Hätte ich nicht mal den... Huch. Achso, da sind sie. Ja, wir brauchen noch Wasser. Von daher... Werden wir nicht nur braten. So. Und zwar nicht zu knapp. Ja, das ist natürlich blöd hier vorne, aber hey. Ich meine, von da kann ja kein Wind kommen. Ja, natürlich. Weil das ja so funktioniert. Ja, der Fuchs will zwar wieder was, aber hey, er kriegt nicht jeden Tag was. Kann sich auch den Wolf selber mal fangen. Okay. Achso, das ist noch gar nicht fertig. Mach hier nochmal ein Liter. Was ist denn das wieder? Also du hast Durst. Alter, so, nein, du sollst kein Schlaftee. Das Wasser ist noch nicht fertig, okay. It's getting darker. Schnauze. Ja, mach hin, Junge, das Feuer geht nämlich aus. Ich brauche noch ein Stöckchen. Okay, der Rest kann dann wieder hier rein. Dying from starvation. Idiot. So. Relativ viele Kohlen, aber hey. Topf aufheb, Topf aufheb. Wieder 12 Stunden, das heißt einfach das große Reh. So, Hertha, kommst du mit hier, Renta? Ja. Achso, du hast hier wieder ein Problem mit der Ebene. Ja, da kannst du wieder nicht schlafen. So. Schmeiß sie halt hier raus. So, hier unten kommt doch jetzt auch kein Blizzard. In die Kühe, ja, genau, auf jeden Fall so. So. Ja, wenn das so geht. Warte trotzdem noch mal eine Stunde. Ja, genau. Und wie ist es da unten? Kannst du da eigentlich dich hinsetzen oder was? Ja, dann, feeling so drained. Ja, das stimmt schon. Habe ich jetzt nicht die Streiche, habe ich wieder aufgenommen, genau. Nicht, dass ich die vergesse. Ach so, ja, die sollte man vielleicht noch zerlegen. Mal sonst noch was? Ne, den Rest haben wir an. Das ist Essen, genau, da ist eh nichts zu tun. Ja, sonst haben wir eigentlich nicht mehr Dinge. Warte mal. Hast du das Stück, wo hast du das jetzt her? Achso, die Quatsch. Ja, Idiot, ich will es wieder trinken und wie der Schlafsack schwebt jetzt, echt. Okay, ja, du brauchst natürlich auch was zu essen, das ist klar. Du bist Trinken und Essen vertauscht, gedanklich zumindest. Ja, nochmal trinken und dann tatsächlich komplett schlafen. Ja, gute Nacht, machen wir uns ein Doppelstockbett. Gute Nacht. Mann, wie sieht's aus? Sieht gut aus. So. Ja, mehr geht zu trinken, zu essen gibt es jetzt erstmal nicht, aber du könntest eigentlich das Buch lernen tatsächlich. Aber das haben wir jetzt abgelegt, richtig? Never been so hungry in my life. Ja, so sieht's aus. Achso, ich muss das übrigens noch in dieses Journal eintragen. Und zwar, nein, das ist kein Hirsch. Das muss hier hin. Tja, so. Ist das da? Achso. Texture. Und wenn wir dann nochmal herkommen, dann freuen wir uns, dass wir hier noch ein Stück Fleisch haben. Wasser wahrscheinlich nicht. Nee, Wasser nicht. Schon wieder so ein Wetter. Das kann doch nicht sein. Jeden Tag dasselbe Wetter, echt. Hm. Okay, wir gehen jetzt einfach mal den Stummfluss weiter. Das heißt, wir müssten dann zu den Versatzfällen kommen. Ja, ich gehe garantiert nicht das Seil hoch.
Das da vorne sind übrigens schon die, wie heißen die? Die Einsiedlerfälle, ich glaube. Ah, no. Ach, so Mist. Bitte das Messerchen, ja. Ist ja doch gehörig schneller. Too much stuff to carry. Ist immer noch das Wetter, okay. Ich schmeiß es einfach hier raus. Ja. Hm. Tja. Can you eat trees? Na, guck mal. Der Fuchs kriegt was zu essen und wir nicht. So, wie fühlt sich das an? Hallo. Bisschen hungrig, okay. Ist der Fuchs doch hier runtergeplumpst, okay? Ja, das ist tatsächlich die Wasserfälle, wo es wieder in die Höhle geht, die wir jetzt nicht aufsuchen. Ach, der Fuchs sitzt wieder natürlich. Oh, ich gehe jetzt gleich pennen. Aber schon bis Abendessen, ja, auf jeden Fall. Nix mit innerer Uhr. Der Felsen da oben sieht wirklich aus wie ein Haus. Haus. Ja, das Wort hat noch gefehlt. Hallo, drehender Wind. Ja, der Hirsch da oben, der wartet natürlich auch noch. Also, gibt hier noch reichlich zu tun. Was liegt da vorne? Ach, das ist das Sammelsurium, echt? Ja, das könnte sein. Gut, dann kümmern wir uns zur nächsten Folge darum. Wir gucken mal, wie viel wir schon mitschaffen können. Machen wir schon mal einen Gang Richtung Höhle. Richtung Milden halt. Dann könnte man ja das, den Rest von dort nochmal herholen. Gucken, was man dann noch mitkriegt. Und dann machen wir uns an den Rest. Ja, so sieht's aus. Sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.